Hi, ihr neuer Studio von Camp Edaus, die internationale Kampfkunst. Nicht mal ein bisschen aus Deutschland. Aber es gibt in Japan ein Sport, heißt Karate. Und dann gibt es eine Kata, die heißt Kushanku. Das muss hier mal irgendwie angekommen sein, überall. Das heißt so viel wie den Berg nicht traurig machen. Und das soll so eine Anti-Vergewaltigungsform sein. Ist jetzt wieder viel zu wichtig. Aber Tatsache ist, dass wenn man hinterm Ohr ausholt, dass dann eine Art Tüttelgewalt entsteht, die handhaben kann in Überlegenheit und Unterlegenheit. Und ich finde, im Kerngedau, wenn dann in Karate der Gedan-Barai hier wieder akzeptiert ist nicht Menschenaufrichtung. So ist, wenn einer richtet er sich wieder auf. Wenn nicht, wird er untergefasst und aufgeschüttelt und dann, dann ist er wieder da. Dann hat er das Bewusstsein wieder erlangt. Sonst ist er K.O. So, und wenn ihr jetzt der sogenannte Gedan-Barai, also der Abstoßrespekt, das Innerliche andeutet, dann ist die Blutzuchtbewegung überflüssig. Und der Kick fataler. Ich sag jetzt so, kann ich nicht sagen, kriege ich wieder Kick. Wenn ich jetzt so komme, kick doch. Wie kick denn nicht, wie kick ich? Wenn ich jetzt sag, oh Mann, jetzt habe ich das wieder vergessen. Immer das Dritte vergesse, du hast gut an dem Papier. Das, schade, ne? Der Kick. Also ich weiß es nicht, dann wieder. Der Kick. Das heißt, wenn ich hier lang hau, lang, und dann hau ich hier kurz. Jetzt ist es Karate. So, lang ist was anderes. Ist von hier. So, das wird lang. So, und dann nach lang kommt normal. Und nach normal kommt kurz. Denn es jetzt die Zeitkick zu verwenden, wie ich es oft gesehen habe, völlig verkehrt. Sondern den mindestens mehr als zweimal. Vielleicht zweieinhalb Mal. Und dann erst den. Da ist man nicht so ein Füßer, der sagt, oh, der greift mich an, den hau ich gleich das Standbein weg. Und dann haut man das Standbein weg, wenn es böse wird. Als vom Kerngedau. Kung-Fu-Tee. Ihr Studio von Kerngedau für die allgemeinen Kampfkünste.